So, es gibt mal wieder ein neues Katzenvideo. Und zwar habe ich meiner Katze ein neues Spielzeug gekauft. Das Fummelbrett habt ihr ja schon gesehen. Meine neueste Errungenschaft ist jetzt ein sogenannter Snackball. Das ist so ein Plastikball, so ein großer. Da ist oben eine Öffnung drin. Da füllt man jetzt Leckerlis rein. Füll, füll. Fummel, fummel. Und dann kann man diese Öffnung verstellen. Kann man so drehen und dann, dass die halt rausfallen. Weil das für die Katze jetzt neu ist, lasse ich die Öffnung mal relativ groß. Wieder ein bisschen schwierig, so vielleicht. Und dann tun wir ihr Das das ist mal. jetzt natürlich noch neu. Fummelbrett war da einfacher. Die Katze muss jetzt halt erst den Zusammenhang zwischen dem Ball und dem Leckerchen herstellen. Was nicht einfach ist, wenn man nur drei Gehirnzellen hat. Siehst du, ist doch gar nicht schwer. Jetzt schiebi weiter, von alleine passiert da nichts. Chippy ist mit 11,5 ja auch nicht mehr die Allerjüngste. Es ist vielleicht dann auch nicht so einfach, so neue Zusammenhänge zu begreifen. Und wenn sie jetzt dann das Prinzip mal durchschaut hat, will ich die Öffnung natürlich enger stellen, dass sie sich dann mehr anstrengen muss, bis da mal was rausfällt. Der Ball hat auch eine angenehme Größe, der rollt halt auch nicht unter das Sofa oder unter die Schränke.
So, und nach getaner Arbeit ist der Bauch jetzt voll und die Katze müde und muss sich erstmal in ihren Karton verkriechen und schlafen und schnarchen.